Skat, ich will meinen Fandler was von... Moment. Mehr zu unterbringen. Voll der Fail. Fangen wir auch gleich mal an. Katastrophe. Serien. Habe ich im März Criminal Intent geschaut, was mich jetzt total wundert, kann mich nicht dran erinnern. Und April Dancing Stars und Germany's Next Topmodel. Und Dancing Stars bin ich mehr als nur enttäuscht, also das macht mich mehr als nur aggressiv, muss ich sagen. Bei Germany's Next Topmodel, ich habe das schon lange nicht mehr so intensiv geschaut wie jetzt. Wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Eine geht mal besonders auf die Eier. Nein, es sind eigentlich mehr, aber die eine besonders. Und meine, die ich eigentlich dachte, die Queen ist schon längst rausgeflogen, das war die Justine, hat die geheißen? Ja. Ja, und das fand ich mega beschissen, aber ja. Also wenn ich jetzt noch einen Favorit hätte, ich traue mich gar nicht den Namen sagen, weil dann fliegt es wahrscheinlich. Aber mein Favorit ist auf jeden Fall noch die Tatjana. Ich mag sie einfach voll und auch die Vorgeschichte, die sie hat, finde ich mega. Also ich würde mir sehr wünschen, dass sie gewinnt, aber ich glaube, ich habe schon so eine blöde Ahnung, wer im Finale ist. Leider. Ja, wie gesagt, das ist das erste Mal seit langem. Das erste Mal habe ich so richtig Germany's Next Topmodel geschaut, wo die Barbara gewonnen hat. Dann eigentlich nicht mehr so richtig. Da, wo die Lena Gerke gewonnen hat, habe ich auch nur so dazwischen so ein bisschen geschaut. Und dann war es vorbei irgendwann. Ich muss sagen, ich habe früher viel, viel mehr die amerikanische Version geschaut, weil ich da einfach die Models viel besser fand und auch die Fotoshootings viel besser fand. Ich meine, jetzt bei den jetzigen finde ich die Fotoshootings eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. 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 Mehr will ich auch, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Filme habe ich im März mit meiner Familie drüben den Film 8mm angeschaut und der ist ein bisschen brutal gewesen, was mich eh gewundert hat, dass ich dann zuschauen wollte. Ich bin von Anfang bis zum Ende dabei gewesen bei dem Film und da hat es mich mega gewundert, dass ich dann mitgeschaut habe, weil eigentlich mag ich sowas nicht. Aber der Film ist echt cool. Der kann echt was. Dann im April war es Doctor Strange und Thor 2. Weil es ist ja der Avengers-Teil schon längst im Kino. Ich war noch immer nicht schauen bis jetzt, aber ja, man merkt halt, dass der im Kino ist. Man spielt überall Marvel-Filme. Dann Spiele. Wo lege ich das jetzt hin? Ich habe nämlich überhaupt keinen Platz da. Lass uns einfach liegen. Spiele. Ich habe im März habe ich weitergespielt. Wo habe ich es denn jetzt hingetan? Kurz noch einen Blick. Also weitergespielt. Ich habe so Bock gehabt drauf. Yu-Gi-Oh! Kenne das noch welche? ja, habe ich eine Zeit lang wieder gespielt. Dann habe ich Kingdom Hearts fertig gezockt. Kingdom Hearts 3. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so mega, mega enttäuscht. Mein Bruder hat mich ja schon vorgewarnt und hat gesagt, dass ich enttäuscht werde. Also, dass er fix damit rechnet, dass ich enttäuscht werde. Weil er hat auch mir zugeschaut bis zum Schluss, glaube ich. Ich weiß gar nicht, auf welchen Teil. Den Fluch der Karibik musste er mir komplett machen, weil ich habe diese Welt gehasst wie die Best. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, mit dem blöden Schiff in Ruin zu fahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so ein Scheißdreck. Ich habe nur geflucht mit dem Dreck. Ich habe es gehasst. Also, das war überhaupt nicht meine Lieblingswelt. Die einzigen Welten, die mir gefallen haben, war... Also es gibt doch viel zu wenig, wenn wir mal ehrlich sind. Viel, viel, viel zu wenig. Für 13 Jahre auf ein verfluchtes Spiel warten, waren das viel zu wenig Welten. Viel zu wenig Welten. Däh, wie mein Bruder jetzt sagen wird. War wirklich total angefressen. Die Welten, die mich am meisten überzeugt haben, waren auf jeden Fall Frozen. Dann die Welt von Baymax und Rapunzel, weil die exakt so ausgeschaut haben wie die Filme und das fand ich mega cool irgendwie, also das hat mir voll gut gefallen. Also das fand ich richtig schön, dass es so richtig wie im Film war, das fand ich mega schön. Aber die anderen Welten, da war ja auch Monster AG dabei, das war sehr leicht, also da war ich stolz drauf, dass ich das mal allein hingekriegt habe, weil das war mega leicht. Dann, was gab es noch? Ich weiß die meisten nicht mal mehr. Toy Story, genau.
Das fand ich auch nervig. Also Toy Story fand ich auch extrem nervig. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist wirklich mega traurig. Weil es soll jetzt kein Drama sein, aber wir haben wirklich schon... Es klingt vielleicht blöd. Ich bin ja nicht die Einzige, die so lange aufs Spiel gewartet hat. Es gibt ja mehrere Fans, die drauf gewartet haben. Und dann kriegt man das da serviert. Da gibt es sogar einen Teil, ich will gar nicht zu viel drüber reden, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das spielt und ich euch dann spoiler, wenn ich das erwähne. Dann schaltet jetzt weg. Dann schaltet auf jeden Fall weg. Wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet auf jeden Fall jetzt weg. Es gibt nämlich einen Part, wo du zum Schlüsselschwertfriedhof gehst. Also vergesst nicht, jetzt wegschalten, wenn ihr das nicht hören wollt. Das hat mich aggressiv gemacht. Du kommst dorthin und dann gehst du drauf. Alter, ist das ein fucking Ernst? Ich hab echt gehabt, ich raste aus. Ich hab dann, mein Bruder schaut mich dann so an, der, du bist jetzt tot. Ich, nein, du machst jetzt einen Scherz. Oder, nein, du bist jetzt tot. Und dann musst du, verfickt nochmal ernsthaft, alle von so einem komischen, herzlosen Sensenmann befreien. Was? Du musstest wirklich jeden, in jeden verschiedenen Welten musst du zurückreisen und musstest dort die Herzen von den anderen befreien. Seht ihr meinen begeisterten Blick? Also musste ich alles wieder nochmal von vorne durchlaufen. Dann kamst du auf so einen komischen Himmelting-Platzteil da, wo du als unsichtbares Ding rumläufst, wo es geheißen hat, du musst deine Teile wiederfinden. Und am Schluss hast du dann die Kairi gesucht. Und das ging mir so auf die Eier. Also entweder ist ihnen da nichts mehr eingefallen oder keine Ahnung, weil es ging mir mega auf die Nerven. Megamäßig. Mein Bruder hat schon gelacht, weil ich so aus bin. Also das war so, sowas Behindertes habe ich ja noch nie gesehen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Kann nicht nachvollziehen, warum man so einen Scheiß da einbaut. Und dann war ja auch eigentlich alles umsonst, wenn man den Schluss schon durchgespielt hat, weiß das. Weil das war voll alles für den Hugo. Nur so zur Information. Das Kampfding hat gefällt mir super. Ich sag nichts über die... Obwohl das viel zu viel ist. Du musst so Special Moves machen. Da gibt es zum Beispiel so eine Art mit dem Shift. Dann gibt es so Tassen, so karussellmäßig. Ein komisches U-Boot-Ding oder sowas, wo du dich reinsetzt und irgendwas abknallen kannst. Und dann gibt es noch das mit dem Herkules. Und mein Gott, war das mega viel. Viel zu viel. Also diese einzelnen Parts, wo du eben mit Goofy und Donald was gemeinsam machen konntest. Dann gab es noch die Extra, wo du noch Goofy und Donald und mit dem Partner, was du halt noch in der Gruppe hast, extra noch was machen kannst, nur mit ihm. Dann gab es aber noch diese komische, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, im Birth by Sleep hat es geheißen, D-Link. Das musst du auch verwenden, da konntest du einmal alle anvisieren und dann machst du dann so einen speziellen Move. Das habe ich immer vergessen, mein Bruder musste mich immer daran erinnern, weil ich das vollkommen vergessen habe. Dann gab es aber noch... Was waren das andere noch? Das hat mich auch voll anzippt. Ja, die Fähigkeit von den Schlüsselschwertern, was du da machen kannst. Also das ist mir immer urmorsch gegangen. Du warst gerade mitten im Kampf, machst dieses Ding hin und dann kommt dieser Scheiß und passt. Ja, davon war ich nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Also dieses... Aber dann der Schluss, wo du gegen die Organisation wieder kämpfen hast, müssen, das fand ich wieder cool gemacht. Wo dann alle so... Generell, wo der Teil kommt, wo du... In Terra befreist, fand ich so schön. So schön. Wenn mein Bruder nicht da gewesen wäre, hätte ich geredet, weil er gesagt, wenn ich weine, schlägt er mich. Also habe ich nicht geweint. Aber hätte ich es allein gespielt, hätte ich sicher Rotz und Wasser geholt bei dem Teil. Weil das so einfach so süß ist, das mit den Figuren so lange gespielt und dann finden sie sich endlich wieder und... Ach ja, das war wirklich schön. Aber das Ende ist mega scheiße. Also ich war noch nie so angefressen, wie ich ein Spiel durchgehabt habe wie das. Also... Ja, mega angefressen. Und ich habe auch nicht alles gehabt, weil zwei, drei Kisten hat mein Bruder gesagt, hat mir noch gefehlt, weil dann hätte ich das perfekte Ende gehabt und dann wäre noch ein Video gewesen, worüber ich mich noch mehr aufgeregt hätte. Aber wurscht. Das ist wirklich, wirklich komisch. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich kann es nicht lieben. Tätschel, tätschel, tut mir echt leid für dich. Ich kann es wirklich irgendwie nicht lieben. Ich weiß nicht, wieso. Es ist echt schwer mit dir. Tja. Die Beziehung ist echt kompliziert. Nein, es ist wirklich schwer. Ich habe mich so drauf gefreut und ich bin so enttäuscht worden. Ich klinge wie, vielleicht wie ein kleines Kind, aber... Es ist echt scheiße. Es ist echt scheiße. Ja, ich habe euch jetzt sicher zu Tode gelangweilt. Außer ihr spielt das Spiel auch. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon durch habt, wie ihr das fandet. Oder schreibt es mir lieber privat vielleicht, weil dann spoilert ihr niemanden.
Wenn jemand spoilert, ich glaube, ihr zockt gar nicht, oder? Könnt ihr mir gerne mal das in die Kommentare schreiben, ob es da viele gibt, die mir folgen, die auch zocken. Das würde mich mal interessieren. Weil dann halte ich solche Parts dementsprechend kürzer natürlich. Ich glaube, ich habe jetzt zu lange über Kingdom Hearts geredet. Dann habe ich noch Final Fantasy gespielt. Wir sind noch lange nicht durch. Dann habe ich wieder Final Fantasy X angefangen. Ich habe mir nämlich die HD Remaster gekauft beim Müller, weil es die um 20 Euro gab. Und ich habe mir gedacht, okay, du hast das Spiel so geliebt. Fang's einfach damit an. Ja. Jetzt bin ich schon fast am Schluss. Also wer mir auf Instagram folgt, ich poste das meistens, weiß schon, bei welchem Ding ich circa bin. Und ich will heute unbedingt weiterspielen, weil gestern bin ich dann so müde geworden, habe ich dann dazwischen aufgehört dann. Ja, also... Mein Bruder hat auch da... Ich verfluche ihn schon langsam. Mein Bruder hat das auch schon durch. 10er und 10-2er. Und wenn du die beiden spielst, hat mein Bruder gesagt, gibt es ein Video, das du freispielen kannst. Und er hat gesagt, auch über das werde ich nicht glücklich sein. Er hat es mir schon erzählt, was passiert. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da bleibe ich lieber bei meinem Metal Gear und schieß Leuten die Eier weg. Das ist ein bisschen unkomplizierter als das. Aber okay. Katastrophe. Ach Gott. Kommen wir zur Musik, bevor ich euch noch weiter von Spielen erzähle, was wahrscheinlich keiner so interessiert. Musik habe ich zurzeit die Lieder Think Twice und Face My Fears von Kingdom Hearts. Ich liebe die zwei Songs. Ich liebe diese zwei Songs. Besonders Face My Fears ist mein absolutes Lieblingslied. April steht nichts, aber ich habe eigentlich immer wieder dasselbe gehört, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll. Jetzt, wie ich ausgeschaut habe. Ja, ich höre eigentlich immer dasselbe. Oder von Panic at the Disco habe ich auch gerade da. High Hopes höre ich auch gern. Was noch? Verschieden. Also meistens immer verschiedene Sachen. Kommen wir zu Büchern. Das ist ein nächstes Kapitel, wo ich lange labern kann. Ich habe wirklich fleißig gelesen. Auch das Die Säulen der Erde, das liegt da drüben. Das werde ich, soll ich es euch zeigen? Ich hasse dieses Teil. Ich gucke es gerade an und verfluche es innerlich. Ich hasse dieses Buch, aber ich will es unbedingt schaffen. Ich will es unbedingt schaffen. Habe ich auch versucht, ein bisschen weiterzulesen. Weit bin ich noch nicht gekommen, aber ich tue mich so ein paar Seiten durchschleichen irgendwie. Was ich aber durchgelesen habe, war das hier. Und zwar Nur ein einziger Biss von Alexander Ivy. Ich liebe diese Buchreihe. Am Anfang habe ich mich so richtig reinbissen in das Buch. Also so richtig reinbissen, weil es mir so Spaß gemacht hat, das zu lesen. Dann war ich beim letzten Kapitel, wollte es mir für die Straßenbahn aufheben, wenn ich irgendwo hinfahre. Und dann dachte ich mir, du bist ja auch ein Idiot, warum willst du das machen, wenn du gleich das Buch durch hast? Habe ich es zu Hause durchgelesen. Und der Schluss war kacke. Du hast irgendwie schon vorgesehen, was passiert, so circa. Und... Wie soll ich das sagen? Ich mag die Buchreihe trotzdem. Also ich will auch unbedingt weiterlesen, weil ich finde das cool, dass sie immer die anderen Figuren immer mit einbeziehen von den Büchern. Das finde ich gut. Das ist was mir besonders gut gefällt, weil die beiden habe ich ja auch schon durchgelesen und ich mag das voll gern, wenn sie dann die anderen Figuren noch so mit einbeziehen in die anderen Teile. Und das ist was mir voll gut gefällt. Das Problem war halt nur dieser blöde Schluss. Wenn die beiden Sex haben, ist das für mich kein Happy End, sorry. Also interessiert mich Nüsse interessiert mich das. Echt, Nüsse, da kann ich gar nicht mehr reden erst. Also das fand ich hingegen wieder blöd, aber sonst war das echt interessant und mir hat es wirklich gut gefallen. Ich glaube, so schnell war ich schon lange nicht mehr fertig mit einem Buch. Also ja, kann ich stolz auf mich sein. Was ich auch sehr häufig gelesen habe, waren Mangas, weil ich in letzter Zeit wieder voll im Manga drin bin. Die zwei habe ich am häufigsten gelesen, also beziehungsweise häufig ist gut gesagt, mit denen war ich am schnellsten durch. Da geht es nämlich um Death Note. Ich habe gerade mal den ersten Teil, aber ich finde die anderen Bände nicht. Es gibt nur immer die höheren Zahlen bei den Geschäften und den zweiten finde ich einfach nicht. Ich weiß, ich bin ziemlich spät dran. Als Manga-Fan Death Note jetzt erst zu lesen, ist mega peinlich. Aber mich hat das damals nie interessiert. Und der Manga war bei meiner Mama drüben zu Hause und sie hat ihm, also mein Bruder hat ihn mir gegeben. Ich finde es aber interessant. Ich finde es wirklich interessant, besonders wie es jetzt dann weitergeht. Ich hoffe nur, ich erwische irgendwo den zweiten Teil. Was ich noch interessant fand, und das, den Manga habe ich mir so zufällig nur gekauft, weil ich den in einem... Ich war im Donauzentrum mit diesen Thalia drinnen und die haben eine riesengroße Wand, wo nur Mangas sind. Und
ich habe einen bestimmten gesucht, den gab es natürlich nicht und dann habe ich halt den in die Hand genommen. Der heißt zur Hölle mit Enra und das ist so lustig. Ich habe zwei Bänder mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, dann brauchst du nur noch die anderen zwei Bänder kaufen. Und jetzt bin ich mit beiden durch und das Problem ist, ich komme nicht ins Donauzentrum, weil ich brauche die anderen beiden Teile, sonst kann ich nicht fertig lesen. Aber das ist ein Manga, der hat mir auch gut gefallen. Was ich besonders schön finde an denen ist, dass die immer vorne bunte Seiten haben. Das finde ich voll schön. Wenn ich nur so zeichnen könnte, wirklich wahr. Hätte ich nur nie aufgehört, würde ich mal sagen, oder? Ich habe eine Zeit lang gezeichnet und auch finde ich jetzt nicht so schlecht. Also wie ich alte Zeichnungen von mir gesehen habe, ich mir gedacht, ja, hättest du bloß nicht aufgehört, aber okay. Ja, aber der ist wirklich lustig und ich muss unbedingt, vielleicht fahre ich Samstag, obwohl Samstag tue ich mir das nicht so gern an, ins Donauzentrum und dann werde ich mir vielleicht die anderen beiden Teile holen. Ja, weil ich finde den Manga echt gut. Also der ist wirklich gut. Habe ich jetzt noch ein Buch vergessen oder waren das jetzt alle? Nein, das waren alle. Nein, Sailor Moon Band 12 habe ich auch gelesen. Der liegt da hinten im Bücherregal. Ich habe mich überhaupt nicht mehr auskannt. Der Band 12 hat mir so lange gefehlt, weil ich ihn nicht bekommen habe. In gar keinem Geschäft gab es ihn mehr. Am Anfang habe ich die urschnell gekriegt, die Bände, und dann irgendwann hat das nachlassen. Keine Ahnung wieso. Und den 12er, der hat echt lang gebraucht, bis ich den bekommen habe. Ich glaube, das war es teuer oder so, oder letztes Jahr dann. Und ich habe ihn dann durchgelesen. Ich war auch schnell mit dem Manga durch. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr auskannt. Wirklich nicht mehr auskannt. Ich war echt mega enttäuscht. Aber ja, das kommt davon, wenn man sich so lange Zeit lässt. Deswegen will ich mir mit den beiden, mit dem Death Note und mit dem zur Hölle zur Hölle mit Enra nicht lang Zeit lassen, damit ich eben mich wieder auskenne. Nicht, dass ich das dann vergesse. Alzheimer, meine Lieben, Alzheimer. So, Beauty. Jetzt kommen wir mal zu was, was euch interessiert. Ich mische das jetzt einfach. Ich habe im März sehr oft wieder die Kapseln verwendet von Elisabeth Arden. Man sieht doch, dass bei den Augen ein bisschen mehr weg ist. Habe ich aber wieder aufgehört leider. Sollte ich wieder weitermachen mit dem Benutzen. Dann habe ich sehr oft benutzt das Öl. Ich habe auch jetzt sogar eins leer. Und da habe ich mir den Tester nehmen dürfen. Da war ich mega happy. Und eines habe ich jetzt noch in Original. Freue mich voll drüber. Und das mag ich extrem gerne. Am Abend benutze ich das am liebsten. In der Früh benutze ich am liebsten die Biotherm Everplump. Die liebe ich. Die liebe ich. Kann gar nicht mehr ohne der. Also die Everplump ist von allen Biotherm-Gesichtspflege-Dinger die erste, die ich am liebsten mag. Die allererste, die ich am liebsten mag, wirklich. Und dann habe ich noch am allerliebsten die Nacht. Ich weiß, ich habe die auch in groß und da ist, glaube ich, nimmer mehr viel drin. Sie klingt zumindest nicht mehr so danach, als wäre viel drinnen. Das ist diese Bounce Back Sleeping Mask Dingsbums und ich liebe die. Der hat so eine geile Konsistenz und ich bin einfach verliebt in dieses Ding und ich wundere mich gerade gar nicht, weil da nur 30 Milliliter drin sind. Und ich habe die noch in Originalgröße, will die aber nicht verwenden, weil die halt so teuer ist. So dumm, wie ich halt bin. Und deswegen, ja, die hat so eine Art Jelly-Konsistenz. Ich zeige euch das mal kurz. Ich weiß ja nicht, ob ihr die kennt. Man sieht da fast gar nichts. Seht ihr das? So eine dunkelblaue Jelly-Konsistenz. Und ich habe so trockene Hände. Und ich liebe die. Ich liebe die. Und ich, ja, ich habe noch genug Nachtcreme dann, wenn ich, bevor ich die große dann anfange. Aber das ist auf jeden Fall eine, die, ihr wisst ja, Biotherm und ich brauche gar nicht mehr viel sagen. So, dann kommt Fashion. Im April habe ich jetzt nichts stehen. Blödsinn, im März habe ich nichts stehen, April habe ich wieder rot stehen. Wie immer eigentlich. Dann, Moment, ich kann gerade ein bisschen essen, trinken habe ich auch nichts stehen. Was ist los mit mir? Trinken habe ich erster Eiskaffee beim April stehen. Ich hoffe, ich habe da noch ein Foto. Da war ich nämlich allein unterwegs, weil ich habe eine Zeit lang, ich habe jetzt öfter um 4 aus. Bin echt stolz drauf. Und hab halt, wenn es schön war, diese Woche ging es leider nicht, weil das Wetter so beschissen war. Und jetzt scheint nämlich die Sonne, es ärgert mich hier voll. Habe ich es halt nicht machen können. Aber die vorletzte Woche, wo ich eben um 4 ausgehabt habe, war ich öfter unterwegs. Anfang April war das, glaube ich. Und das war echt schön. Da bin ich einmal kurz heim, habe mir mein Buch geholt und bin dann wohin gefahren. Und es war wirklich schön. Also es hat echt Spaß gemacht. Und deswegen der erste Eiskaffee im April.
Dann im März bei Sonstiges. Die Tanja ist ja Anfang März, da wo ich auch Urlaub gehabt habe, weggeflogen. Ja, das stimmt, glaube ich. Ja, das stimmt, ja. Und da haben wir sich noch davor spontan gesehen, weil ich sie eben lange eben dann nicht gesehen hätte. Ja. Ja. Das war ganz, ganz, ganz spontan. Im April, ich kann halt nicht reden. Im April war ich dann auf der Comic-Messe. Da war ich extrem enttäuscht. Es gab meinen Stand mit den Mangas, gab es nicht, und mir fehlen aber noch die ganzen Helsing-Teile. Ja, es war okay, aber es war jetzt nicht das, was ich mir erwartet hätte. Und ich war auch ganz allein dort und es war irgendwie war das komisch. Ich war zwar entschlossen, da allein hinzufahren, weil kein anderer Zeit gehabt hat, aber irgendwie war das komisch. Ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt, also ja, war nicht mein bester Tag. Das war's. Ich habe eh lang genug gelabert, würde ich mal sagen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, was euer Favorit war im Monat März und April. Ja, mir fällt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zockt. Das würde mich wirklich interessieren. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video, bevor ich dann noch mehr Wortkotze fabriziere. Bis dann!